Schön. Ha Hallo Dirk, herzlich willkommen beim Live-Chat bei Jetzt TV und auch herzlich willkommen die Zuschauer über YouTube und hier bei Zoom natürlich. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr alle da seid. Ja, vielen Dank. Hallo Swantje, hallo Devasetu. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann und freue mich schon auf diesen Abend und auf tolle Fragen und hoffentlich kommen auch vernünftige Antworten hier raus. Ich bin aber doch vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Und ja, da sage ich doch einfach nur, hallo ihr Schnuffels, was geht? Und dann denke ich mal, können wir von mir aus ohne große Vorreden starten. Ich hatte mich ja letztes Mal schon ein bisschen vorgestellt, aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Und es sei denn, ich sollte was sagen, aber ich glaube, das geht auch so. Und wenn es Fragen gibt, dann würde ich Fragen schon beantworten. Ansonsten kann ich auch ein bisschen was sagen. Devaseto, hast du das dann im Blick, wie die Lage schon ist, oder Swantje? Da richte ich mich ganz nach euch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu sehen und wiederzusehen natürlich auch. Auch wenn ich jetzt alle hier nicht auf dem Schirm habe, aber ich denke, einige sind da. Schön. Mach das mal ein bisschen größer. Ah ja. Okay. Gut. Da gibt es eine erste Frage im Chat von der Alexandra. Wie gehen Sie mit schwierigen Menschen um? Mit schwierigen Menschen, das ist natürlich eine Definitionssache. Was ist ein schwieriger Mensch? Also wenn es jemand ist, der in der Begegnung vergleichsweise kompliziert ist oder wenn dann die Kommunikation nicht richtig funktioniert, also das Sender-Empfänger-Prinzip nicht richtig funktioniert, das liegt ja dann oft daran, dann bleibe ich so gut es geht natürlich in meinem Frieden. Also ich versuche immer mich zurückzunehmen, das Ich ist ja so kaum vorhanden hier, also das nimmt sich zurück und dann versuche ich, oder was heißt versuche ich, ich höre dann zu, so gut es eben geht und mit Glück kommt dann eine adäquate Reaktion hier raus. Wenn es allerdings bewusste, also nein, ich sag mal anders, wenn es Menschen sind, die öfter was mit mir zu tun haben oder wo ich dann durch eine alte Situation vielleicht mit denen noch was zu tun habe, würde ich dann empfehlen, sich wirklich Gedanken zu machen, brauche ich diesen Menschen noch in meinem Leben? Das hört sich jetzt so ein bisschen abfällig vielleicht oder negativ, das ist aber gar nicht so gemeint. Wenn wir eine Situation vorfinden, die uns nicht gefällt, da können auch Menschen zugehören, dann dürfen wir versuchen, etwas zu ändern, wenn es geht. Das wäre dann ein achtsamer oder ein bewusster Dialog, in den bewussten Dialog zu treten. Wenn das nicht geht, dann darf man die Situation wirklich auch verlassen. Und wenn das nicht funktioniert, dann darf man sie eben so akzeptieren, wie sie ist. Und manche Menschen glauben, dass es, auch gerade spirituelle Menschen, was auch immer das sein soll, glauben, dass man es sich nicht erlauben darf, herauszutreten aus einer Situation, die viel Kummer bereitet, weil es ja dann ein Anzeichen von Unbewusstheit wäre, wenn man sich dem nicht stellt. Und das ist so nicht in der Gänze. Also es gibt natürlich Herausforderungen des Lebens, da sind wir gefragt, uns denen zu stellen und die dann auch aufzulösen, weil wenn wir das nicht tun, kommt das in einer anderen Verpackungsform ruckzuck wieder später nochmal auf uns zu, dann als Mensch. Aber es gibt auch dermaßen Unbewusstheit, die nicht unbedingt ein 1:1-Spiegel ist von dem eigenen Innenleben und dann darf man sich von den Leuten entfernen. Und da gibt es, ich will jetzt ja keine Psychologie heute Abend betreiben, das ist ja ein spiritueller Abend. Es gibt natürlich Menschen, die haben im Grunde schon eine diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung und ganz ehrlich, von denen würde ich mich einfach fernhalten. Also du kannst dich fragen, tut mir der Mensch gut, tut mir die Situation gut, ja oder nein? Und über einen Zeitraum X hinaus, der dann nicht mehr erträglich für dich ist, würde ich die Person im Grunde in Ruhe lassen oder sein lassen, wenn es geht. Das wäre mein Rat. Und immer sonst natürlich aus dem inneren Frieden heraus zu agieren. Also möglichst die Verankerung im Sein, im Seinen, im Jetzt zu behalten und vielleicht lieber erst noch einen Atemzug nehmen, bevor man sofort reaktiv sagt, nein, was hast du dir bei der gedacht oder was sagst du da, sondern vielleicht einmal sich kurz zurücknehmen und sagen, okay, dieser Mensch ist gerade sehr unbewusst oder sehr, sehr, sehr schwierig. Was mache ich jetzt damit? Statt sofort reaktiv aus dem Ego-Apparat heraus zu antworten. So kann man dann vielleicht sich ein bisschen üben und dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Okay. Alexandra fragt noch weiter, und gibt es einen Impuls für die Projektion?
ein Impuls für die Projektion, meint sie die eigene Projektion? Also es ist natürlich so, es ist ja im Grunde so ein bisschen wie die Spiegelung und jeder Mensch hat ja gewisse Trigger. Und bestimmte Triggerpunkte sind stärker ausgeprägt als andere Themen. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Und du kannst davon ausgehen, dass es einen Impuls gibt. Das ist dann eben der Schlüssel, der sozusagen in dein Schlüsselloch des emotionalen Ungleichgewichts reinpasst. So nenne ich das jetzt mal. Und dann triggert dich das. Das ist dann schon ein Impuls. Und dann scheint es praktisch einen Verursacher zu geben, nämlich der Impulsgeber mit diesem vielleicht negativen Impuls aus dem Außen. Du nimmst das auf und reagierst irgendwie da drauf. Aber tatsächlich ist das ein bisschen anders gelagert, weil Zeit nicht existiert. Und oft ist das auch so, dass es tatsächlich gleichzeitig vom Sein gemacht wird. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel, was eine Situation vielleicht schildert. Wenn wir einem Menschen begegnen und wir glauben dann oder sagen dann, boah, der ist aber echt ziemlich arrogant, das kann ja sein, dass der Mensch sich so verhält, dann ist aber schon der erste Gedanke, der ist arrogant, also das ist nämlich mein inneres gedankliches Urteil, über den zu urteilen, dass es ein arroganter Mensch sei, das ist schon die erste Arroganz. Man muss also wirklich dann schauen, wo kommt dieser erste Impuls her? Und die Antwort ist natürlich, und dann sind wir schon am Ende des Abends fast klar, du bist der Projektor der gesamten Welt, jeder Impuls kommt natürlich aus dir. Und kommt im sogenannten Außen zurück auf das Ich, auf die Ich-Fläche und dann machst du und dann gibt es eine Reaktion. Genau. Scheinbare Impulse, die es aber ohne Zeit eigentlich gar nicht gibt. Aber das lassen wir jetzt mal weg am Anfang. Ein Moment von Klaus. Hallo Dirk. Einige Advaita-Lehrer sagen, dass man nichts für die eigene Erleuchtung tun kann, da ja kein getrenntes Ich mit dem freien Willen existiert. Wie stehst du zu dieser Frage? Ganz klar stehe ich zu dieser Frage. Das ist ja die klassische Frage überhaupt, die auch aus dem Advaita stammt und zum Advaita führt. Hier ist niemand drin, kein Ich ist da, ich kann nichts tun. Und das Sein macht alles. Und das stimmt auch so, bloß wenn wir an dieser Stelle kleben bleiben, ich nenne das immer auf der Uhr des spirituellen Weges, das ist so 10 vor 12, da fehlen aber noch die letzten 10 Minuten, dann sind wir in einer geistigen Falle. Und zwar deshalb, weil es natürlich keinen individuellen, vom Ganzen getrennten Willen gibt, das stimmt, weil der Ozean ja im Grunde die Wellenform, ich nehme immer das gleiche Modell mit dem Meer und der Welle, das Meereswasser erzeugt ja die Welle, der Ozean erzeugt die Welle, deswegen ist praktisch die ein und dieselbe Energie, das gleiche Wasser in dieser Ausbuchtung und wir Menschen nennen das nur Welle, das ist ja eigentlich nur eine Ausform des Ozeans, das heißt auch derselbe eine Wille, der eine einzige Seinswille, den es nämlich gibt, steuert im Grunde diese Figuren und steuert die Wellen. Das ist jetzt nur ein Modell. Ich hoffe, das Gleichnis reicht ein bisschen aus. Und deswegen gibt es nämlich sehr wohl einen Willen. Das Ding ist aber, wenn diese Ich-Illusion noch nicht durchschaut ist vollkommen, also man sich für ein getrenntes Ich hält, muss man auf die Idee kommen, wenn man zum Advaita gelangt, dass da niemand mehr ist und man irgendwie nichts tun kann. Wenn sich das aber auflöst und du dich tatsächlich als das eine erkennst, als das eine, was es überhaupt nur gibt, dann erkennst du auch mit Glück zum Schluss des Weges, der natürlich gar keiner ist, dass es einen Willen gibt und dann kannst du sehr wohl etwas wollen. Also wenn jetzt hier gesagt wird, ich will jetzt mal dieses Wasserglas heben, dann sagt das aus der Erkenntnis tief heraus nicht ein Dirk, der ein Wasserglas heben will oder der sagt, ich kann das ja gar nicht, weil es mich gar nicht gibt, sondern dass ich bin das eine Sein, das einzige Sein, das göttliche Sein, das Unsterbliche, das du auch bist dort. Ich führe ein Selbstgespräch und das will das Wasserglas heben. Das ist der Wille, der existiert. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, wo dieser Wille herkommt, das ist ein Mysterium. Aber es gibt ihn und man tauscht im Grunde, und das ist so einfach, die klare Spiritualität ist das Einfachste, was es gibt. Man tauscht im Grunde nur, in Anführungsstrichen, die ewige, jahrzehntealte Ich-Identifikation aus, indem die mich komplett zerbröselt, durch die Identität, ich nenne das mal so, das stimmt vom Wort nicht so ganz, egal, mit dem Sein, das du bist. Sei still, wisse, ich bin Gott. Das hört sich an wie Blasphemie. Das ist aber, wenn man diesen Begriff nicht als alten Mann sieht, sondern als das eine Ganze, ist das wahr. Es gibt einen Willen und der kann wollen. Das ist der Wille zum Leben, der Wille zum Spielen,
der Wille zum Sprechen, der Wille zum Videos anschauen, der Wille zum Videos drehen und so weiter. Das ist das eine Sein, das spielen will und es auch in jeglicher Form tut. Und das müssen die Advaita-Leute, ich sage das jetzt so ein bisschen, das dürfen die erkennen, dass es sehr wohl einen Willen gibt. Und das wird oft einfach nicht erkannt und dann führt das zu einer Art Machtlosigkeit. Dann ist da ein Ich da, nämlich im Hintergrund doch noch, das sagt, mich gibt es nicht, ich kann nichts tun. Und das ist so eine doppelte Denkfalle. Die muss man transzendieren. Zurück in den Sessel des Seins. Nur zurück zum Ursprung, der du selbst bist. Jeanette Nicole fragt, hallo Dirk, welche Symptome können sich zeigen beim scheinbaren Erwachen? Beim scheinbaren Erwachen oder beim echten Erwachen? Das ist ja auch eine Frage. Was ist das scheinbare Erwachen? Also wenn, okay, mir schreiben viele Menschen, jetzt nicht mehr so viele, weil ich das gar nicht mehr schaffe zu beantworten, aber die erzählen dann von so Erleuchtungserlebnissen, Erwachenserlebnissen, die dann vielleicht für ein paar Stunden angehalten haben oder manchmal auch ein paar Tage und dann war es wieder weg. Und das ist ja ein sogenanntes Satori oder wie auch immer man das nennen will, sind ja auch nur Begriffe. Und da ist man schon im Grunde in dem Moment, ich hoffe, das rumpelt nicht so, ich bin ins Mikrofon gekommen, man ist schon im Grunde dann an der Essenz des Seins, zumindest für eine kleine Weile. Und jetzt habe ich die Frage ein bisschen vergessen, aber das scheinbare Erwachen. Und das könnte man natürlich dann verwechseln mit, oh, ich bin jetzt schon vollkommen erwacht oder irgendwie sowas. Und du merkst aber, dass es nicht der Fall ist, wenn sofort nach diesem Satori, egal wie lange das war, wieder eine Sehnsucht auftaucht, diesen Zustand wieder zurückhaben zu wollen. Beispielsweise, ich kenne sehr viele Menschen, manche sitzen auch in meinen Seminaren oder schreiben mir und sagen, ich hatte das und das erlebt, das möchte ich gerne wieder zurückhaben. Wie geht das? Oder die Mail fängt an, hallo Dirk, ich bin erwacht, habe aber noch diese oder jene Probleme und noch 15 Fragen. Das ist dann auch eher scheinbares Erwachen. Und man merkt daran, dass es noch nicht so ganz bis zum Grund durchgebrochen ist, wenn noch viele Fragen da sind oder noch überhaupt Fragen da sind, spiritueller Natur. Ich habe hier auch beileibe nicht auf alles eine Antwort, aber hier gibt es keinerlei spirituelle Fragen mehr. Hier ist alles klar, was gefragt werden kann, weil den Fragenden gibt es ja auch gar nicht mehr. Und Anzeichen des Erwachens, das kann ich dir ganz schnell, also das sozusagen, alles in Anführungsstrichen jetzt bitte, so des echten Erwachens, also der Mensch erwacht ja nicht, sondern das Sein erwacht ja an dieser Stelle, an der Menschenstelle dort lokalisiert aus der Illusion, der Mensch zu sein, also die Person zu sein. Die Person, der Dirk oder sonst wer, erwacht nicht. Das ist ein sprachlicher Irrtum, sondern das Sein erwacht an der Menschen, an der Wellenstelle des Dirk-Form aus der Illusion, ein Dirk zu sein. So rum wird dann Schuh raus. Und dann das Anzeichen, wann weiß ich, dass es das Erwachen stattgefunden hat? Wenn du diese Frage nicht mehr zu stellen brauchst. Die Anita schreibt eine Frage zum Seinswillen. Ein Freund hat eine Krebsdiagnose. Das Sein macht ja alles. Wie sieht das mit Seinswillen und Heilung aus? Das ist eine tolle Frage. Weil wir jetzt ja als Mensch hier sind, das ist ja das Sein als Menschenformen hier in jeglicher Gestalt, ist die Power des Seins oder die Macht oder wie man es immer nennen will, die Heilungskraft, die ist nicht ohne weiteres unbegrenzt, weil wir durch diese Körperform begrenzt sind. Das ist einfach so. Das ist ja auch eine vom Sein gewünschte Begrenzung, eine gewünschte Form. Es ist ja gewünscht, dass das Spiel hier so läuft. Deswegen können wir nicht sozusagen mit einem Schnipp sagen, die Krebserkrankung oder sonst was ist jetzt sofort weg, sondern das kann, es kann Heilung geschehen. Also ich habe das letztes Mal schon ein bisschen erzählt, als das hier alles zerbrochen ist, ist der Körper geheilt. Das waren aber keine sehr schweren Erkrankungen, sondern leichtere Sachen. Und es kann natürlich auch sein, je nach unterschiedlicher Menschenform, nach unterschiedlicher Lokalisation, dass eine Spontanheilung geschieht, da gibt es aber kein Versprechen
Denn der Seinswille ist nicht der hundertprozentig, wie soll man sagen, der ist nicht hundertprozentig abrufbar, weil die Form begrenzt ist. Wie das dann, gut, nach, wenn der Körper hier zerfallen ist, was man üblicherweise Tod nennt, aber es ist ja nur der Tod des Körpers, nicht dessen, was ich bin, gibt es natürlich das Thema Heilung gar nicht mehr, weil dann, das ist dann praktisch hinfällig, die Frage. Aber hier ist das so ein gemischt Warenladen. Also es kann bis zu, es kann Heilung geben, du kannst aber nicht, das geht nicht, also wenn irgendwie eine kleine, angenommen, ich habe mir einen Finger geschnitten, könnte ich jetzt nicht sagen, weil ich schon weiß, ich sein, dass ich das sein bin, ich will, dass das sofort verschwindet, das funktioniert nicht. Das geht deswegen nicht, weil das Spiel sonst hier im Ganzen nicht funktionieren würde, wenn man praktisch diese Kräfte hätte oder diese Heilkraft alles so zu ändern, wie das Sein, das vom Urgrundhaus aus her erschaffen hat. Das können wir in dieser Wellenform nicht, weil wir sind nicht der ganze Ozean, sind wir schon, aber wir können nicht auf den ganzen Ozean jetzt zugreifen mit diesen zwei Ärmchen und den zwei Füßen. Das reicht nicht aus. Ich hoffe, das reicht als Antwort ein bisschen aus. Die nächste Frage kommt von Thomas. Lieber Dirk, manche Lehrer sagen, so wie du, dass man das Erwachen mehr wollen als anderes, als alles andere. Also wollen muss. Andere wiederum sagen, dass gerade das Wollen das Hindernis ist. Einige Lehrer sagen, dass man üben muss und andere sagen, dass jede Technik nicht nur sinnlos, sondern auch kontraproduktiv ist, weil sie den Glauben an ein Ich verstärkt, das etwas erreichen kann, wenn es sich nur genug bemüht. Kannst du bitte etwas dazu sagen? Ja, das ist, danke für die Frage. Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil es eben diese vielen Facetten und verschiedenen Ansichten gibt. Also du hast gerade schon, Swantje oder die Fragestellerin, in der Frage schon auch was Richtiges natürlich gesagt. Sobald ein Ich da am Werk ist, was etwas erreichen möchte, ist das ziemlich riskant, weil sich das Ich dadurch noch verstärken kann. Und ich sprach ja schon mal davon, das ist dann, der wird aus einem normalen Ego-Apparat oder sowas wird dann ein spirituelles Ego, das nimmt blitzschnell alle spirituellen Konzepte auf, versteht auch sehr viel, weiß auch viel auswendig vielleicht und hat auch schon zum Teil was erkannt oder nicht das Ego, sondern das Sein. Und natürlich macht das ja nur in Wahrheit. Und ist aber die Gefahr, dass wenn man das nicht erkennt und ich weiß, dass es diesen Mechanismus gibt, ich meine, dieses spirituelle Ich, dass das da am Werke ist und was erreichen will, dann ist es nämlich immer noch ein Ich, das Erleuchtung haben will. Und so fängt natürlich jeder spirituelle Weg im Grunde an. Hier war es ja genauso. Der Dirk hier, ich habe ja auch irgendwie gut, bei mir war es so, hier war es so, ich habe gesagt, ich möchte den ganzen Quatsch loswerden, bitte schickt mir jemand, der mir das sozusagen abnimmt, diese ganze Sucherei. Da war es natürlich auch ein Ich. Das war ein Ich, das diesen Wunsch hatte. Das war ja nicht das Sein oder noch nicht als Sein erkannt. Das war also aus der verzerrten Ich-Position heraus wurde das gesagt. Also wurde das verfolgt. Und es gibt andere Menschen, die legen dann anders los mit dem spirituellen Weg, die sagen, ich möchte unbedingt erwachen oder erleuchtet sein, weil das ganz toll ist. Und wenn das ist, ist das sehr kontraproduktiv. Da würde ich auch, da würde ich dem absolut beipflichten. Es gibt aber sowas, und das ist vielleicht schwer zu verstehen, das nenne ich so, das ist das absichtslose Verlangen. Das ist so ein inneres Gefühl und das kann man auch gar nicht so richtig beschreiben. Das war hier so irgendwann, als ich dann eben nach diesem Wunsch, ich möchte den ganzen Kladderadatsch loswerden, meine einzig sozusagen echte kurzfristige Wurzellehrerin traf, die hat dann auch irgendwie gesagt, versuche irgendwie dankbar zu sein und versuche irgendwie das zu erkennen, was du bist, dass das nicht aus dem Ich kommt. Und sie hat auch gesagt, sowas, das hat mich sehr geschockt, noch als Ich-Figur, die hat gesagt, vielleicht, lieber Dirk, musst du alles loslassen, was dir lieb und teuer ist. Das war dann die Partnerin, war damit gemeint, auch den Hund, der Hund war damit gemeint und das hat mich natürlich irgendwo geschockt, aber die Bereitschaft war da. Jetzt kommen wir zu dem Teil der Antwort, zum nächsten Teil. Es war schon immer eine Bereitschaft da, alles aufzugeben, um zu dieser Tiefe zu kommen.
Und dann kann man gar nicht sagen, kommt das jetzt aus dem Ich? In Wahrheit ist natürlich immer das Sein, was ich selbst suche. Es gibt, weil es das Ich ja gar nicht gibt. Das Sein setzt sich nur so eine Elton John Sonnenbrille auf, verzerrt und sieht dann die Welt und das eigene Gedankengut durch diese Brille verzerrt. Es wird zurückgespiegelt und ich bin nur ein kleines Ich. Und dann scheint es so zu sein, als wenn dieser Wunsch zu erwachen aus dem Ich kommt. Aber es stammt natürlich immer nur aus dem Sein. Das Sein sucht sich immer nur selbst. Und die Bereitschaft hilft, das würde ich wirklich sagen. Also die Bereitschaft zu haben, alles dafür aufzugeben, was auch immer bedeuten soll, das ist nämlich etwas, was das Ego hasst wie die Pest. Das sage ich jetzt mal ganz krass. Das Ego will nichts von sich weggeben. Das Ego möchte sich wenigstens stabil halten, also Minimum stabil halten oder sogar noch wachsen. Also es will sich erweitern. Aber wenn dir jemand sagt, du musst, ich reiß dir alles weg oder du musst ganz, also alles loslassen, das ist natürlich ein Schocker. Aber wenn dich das dann nicht im Herzen rührt, also nicht negativ rührt und du sagst, okay, ich bin bereit und zwar wirklich aus dem Herzen heraus, das ist eine gute Sache. Und üben, ja, wenn man, ich sehe, ich habe zum Beispiel, mir ist mal ein Buch über Kriya-Yoga in die Hände gefallen. Ich hatte sogar vor vielen, vielen Jahren mal irgendwann, das ist schon auch fast 20 Jahre her, hatte ich mal so eine Kriya-Yoga-Ausbildung oder so ein Retreat, ein Wochenende begonnen, habe ich mal angefangen. Und da ist mir aber sehr schnell klar geworden, dass das ein absoluter Ego-Booster ist, weil dann gibt es nämlich verschiedene Grade, verschiedene Stufen, erste Einwirkung, das geht ja glaube ich bis zur 5. oder 7., aber es sind dann die allerwenigsten, die das dann überhaupt erreichen. Und wenn das kein Ego-Booster ist, dann weiß ich es auch nicht. Also mit sowas wäre ich vorsichtig. Ich empfehle einfach das, was hier eben auch Erfolg sozusagen gebracht hat, einfach das Sitzen in Stille ohne Absicht, mehr nicht. Einfach bequem sitzen, Gedanken kommen und gehen lassen, beobachten, was ist und fertig aus. Das wäre so mein Rat zu diesem Thema. Und wenn du merkst, da ist noch so ein Sehnen oder so ein Verlangen, so ein richtiges, dann ist da bestimmt das Ego am Werk. Und das ist kontraproduktiv. Okay. Florian schreibt, du sagst, das weltliche Leben ist Illusion. Selbst die Identität als Vater meiner Kinder. Für das Erwachen muss man jede Identität aufgeben, sagst du. Muss man also die Liebe zu seinen Lieben im Endeffekt loslassen, sich in gewisser Weise loslassen? Und kann es nicht auch sehr einsam sein im Erwachen? Okay, das ist mir auch bekannt, diese Ängste, das ist ein Missverständnis, das habe ich nie so gesagt, das stimmt nicht, die Identität loslassen, das ist im Gegenteil, ich sage immer, wir sind als Mensch hier, das Sein als Menschenform und wir sollten hier möglichst, wenn es geht, so gut mitspielen und so freudvoll und liebevoll mitspielen, wie es irgendwie möglich ist. Wenn, es ist ja die Angst da, das ist natürlich relativ schwierig zu erklären, aus einer Ich-Position heraus, wenn man dann hört, ja, das Ich loslassen, also die Identität loslassen, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich nie gesagt. Das ist ein verbales Missverständnis. Ich sage immer wieder, die Identifikation mit dem Ich, wenn die sich auflöst, das ist der hilfreiche Schritt. Also hier gibt es ja auch noch Ich-Gedanken. Hier nicht mehr so viele. Aber im Normalfall, aber wenn du erkennst, liebes Sein, das, was hier geplaudert wird, größtenteils Quatsch ist, du aber merkst, du kannst trotzdem noch einkaufen gehen, trotzdem noch deine Kinder in den Arm nehmen und herzen und küssen und die trotzdem noch lieb haben, dann ist sozusagen die Hürde überwunden. Aber man hört immer nur diese komischen Sachen, die praktisch, also auch inhaltlich nicht stimmen, nämlich du musst dein Ich loswerden. Das macht natürlich einem Ich, was noch da ist, totale Angst. Und dann gehen ja die Klappen oft runter und dann hat man Schiss, was ich verstehen kann, gerade als Familienvater, Kinder, bin ich dann nur noch so ein hohler Lappen, der rumsitzt und keine Liebe mehr zu meinen Kindern empfindet oder gar nicht mehr menschlich bin. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Identifikation mit diesem ganzen Gedankenquark, 97% aller unserer Gedanken, die sind negativ oder sonst was oder sich wiederholend, wenn sich das auflöst, bist du noch ein viel liebevollerer Vater als zuvor. Warum? Weil das Ego hat eben nicht unbedingt liebende Qualitäten.
Das Ich ist noch vielleicht was anderes, aber lassen wir es mal so stehen. Und dann kommt die Liebe, die du bist, denn das ist ja die Uressenz des Seins, die kommt noch viel mehr durch, weil dieser Deckel, dieser Verschluss, der Schleier weggenommen ist. Du kannst noch viel mehr die Kinder lieben und viel mehr sie sehen. Und die Kinder fühlen sich auch, und das würdest du merken, die fühlen sich mehr gesehen, weil du nicht mehr auf die Kindfigur nur guckst, auf den Namen des Kindes, wie auch immer der Sohn oder die Tochter heißt, sondern du schaust durch das Kind hindurch. Du siehst im Grunde in jedem Menschen, nicht nur in deinen Kindern, den göttlichen Kern. Ich sage es immer wieder, wahre Liebe ist das Erkennen des Einsseins, das Erkennen des Einsseins im sogenannten Anderen. Du erkennst deine Kinder als dich selbst von der Essenz. Du erkennst die Menschheit als sich selbst. Und dann wirst du merken, dass es vielleicht sogar, bei Kindern ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, wegen der Menschenform, andere Menschen genauso lieben kannst in Menge wie deine Kinder. Also du bleibst absolut menschlich. Ich würde so sagen, du wirst noch menschlicher denn je. Also diese Angst möchte ich dir wirklich nehmen. Da ist überhaupt nichts zu befürchten. Im Gegenteil. Es wird alles wirklich noch liebevoller. Es kann eine Phase geben der Integration. Wer weiß, wie lange das geht. Da ist es vielleicht ein bisschen seltsam, dass man sich eher zurückziehen möchte und sagt, lass mich mal in Ruhe. Das muss irgendwie sacken. Okay, keine Ahnung. Aber im Grunde wird alles besser. Also keine Angst vorm Erwachen. Jeanette Nicole schreibt, naja, einige sagen ja, Erwachen gibt es nicht, da wir das alle schon sind. Das ist im Grunde sogar wahr. Es gibt nichts, was nicht schon erleuchtet wäre. Und das kann man ganz einfach mit dem Gleichnis nehmen. Die Sonne scheint ja auf jeden herab, egal wie es ihm oder ihr geht. Das ist ja faktisch so. Und manchmal nehme ich ja die kleine Geschichte, so eine kleine Denkübung. Dann sage ich einfach, stell dir vor, du stehst auf einer riesigen Wiese und hast aber einen Eimer über dem Kopf. Und das ist dann deine Welt, einen sauberen Eimer. Du kannst nichts sehen, nur die Innenwand deines Eimers. Und plötzlich stolperst du über einen Morvushügel oder sonst was. Du stolperst, kannst dich aber noch fangen, der Eimer fällt ab. Poff. Und dann siehst du plötzlich, dass auf dieser riesigen Wiese Tausende von anderen Menschen auch stehen, die aber alle noch den Eimer über dem Kopf haben. Du siehst also ein merkwürdiges Szenario, aber okay. Und du siehst, die Sonne scheint, die Schmetterlinge fliegen, alles, und die Sonne scheint schon. Und das ist so ein Gleichnis. Du siehst, es ist im Grunde alles schon erleuchtet. Ich hoffe, das Gleichnis kommt so ein bisschen an. Es ist schon alles erleuchtet. Es ist aber nicht an jeder Stelle erkannt, dass es schon erleuchtet ist. Die Wahrheit ist, es alles taucht schon jetzt, weil es nichts anderes gibt, im Lichte des Bewusstseins auf. Auch ein Gedanke, der vielleicht lautet, ich glaube, ich muss noch erwachen oder ich bin noch nicht bewusst genug oder bin ich ein ausreichend guter Vater oder sonst was. Auch diese Gedanken oder scheinbare negative Gedanken tauchen ja im Lichte des Bewusstseins auf, im Lichte des Bewusstseins, dass du bist, dass ich bin. Alle Inhalte tauchen auf und werden gesehen. Auch sogenannte, die wir beurteilen, negative Inhalte sind erleuchtet. Denn das Wort Erleuchtung ist sehr eingeschränkt. Wir glauben, ein erleuchteter, ein erwachter Mensch, bleiben wir bei dem Erleuchteten jetzt, wäre ein Heiliger, der macht nie Fehler, der ist so und so, und das Wort erleuchtet oder erwacht wird nur auf diesen Menschen treffen. Alle anderen haben leider das Pech, die haben es noch nicht erkannt. Nein, das ist irreführend. Aber es ist nun mal in dieser Szene, ist es eben so verbreitet, dass das damit in Verbindung gebracht wird. In Wahrheit ist tatsächlich alles schon erleuchtet und bewusst und geliebt auch. Auch egal, ob das dort gefühlt wird oder nicht, es ist liebend und geliebt, und das ist das Spiel. Wenn alles praktisch sofort erleuchtet oder wenn das Sein sich an jeder Stelle erkennen würde, vollends, wird das Spiel nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das nicht an jeder Wellenstelle so. Jeanette Nicole fragt noch weiter, und welche Rolle spielt der Körper? Der Körper spielt eine hervorragende Rolle da drin, oder darin, weil der Körper mit seinen Reibungsflächen, jetzt nicht nur die physikalischen, sondern auch mit den Sinnesorganen, eine unglaubliche Möglichkeit bietet, sich sozusagen wie eine Gegenspiegelung, also für das Sein, das ja in dem Körper, das den Körper ja erschaffen hat,
sich als Körper schaffen hat, eine unglaubliche Fläche an verschiedenen Möglichkeiten bietet, sich als das Sein zu erkennen. Deswegen ist der Körper super dafür. Der menschliche Körper ist super. Wir können irgendwie uns ärgern, wir können uns freuen, wir können uns wundern. Es kann was zwicken, es kann alles Mögliche sein und dann kann man irgendwann auf einmal sich hinsetzen und überlegen, was ist das eigentlich oder so, was ist das, warum tut das weh, was ist das Wesen von Schmerz, was ist das Wesen von Leid oder ein Gedankenmuster, das sagt, warum passiert das immer nur mir, dieser ganze Mist oder mir fehlt noch etwas, mir mangelt es an etwas und diese ganzen Sachen. Und dieser Körper ist natürlich etwas anderes scheinbar als die Uressenz, von der er erschaffen wurde. Da ist also auch so ein Teil Nichtliebe drin, weil die reinste Liebe, die das wäre wie das reinste Ozeanwasser, das kann sich selbst nicht erkennen, da muss eine Art Bewegung ins Spiel kommen und das ist dann zum Beispiel ein menschlicher Körper, eine Manifestation, das ist ja eigentlich groberes, jetzt mal alles mit Vorsicht zu genießen, ja, groberes Bewusstsein, grob manifestierter als Atemluft und noch grob manifestierter als das Qi und das Qi ist ja noch, oder dann ist noch die Essenz noch feiner als das Qi, also das sind verschiedene Bewusstseinsgerinnungsstufen, so, ne, so wie Wasser und Eis oder so. Und das ist notwendig und je größer die Reibungsflächen sind, desto eher kann sich das Sein fragen, was geht hier eigentlich ab? Oder es kann auch sagen, hier wird sehr viel gelitten und Schmerzen, ich will das nicht mehr, es muss etwas anderes geben, was ist das? Und oft ist ja dann Leid der Anfang der spirituellen Suche und damit hat der Körper eben sehr viel zu tun. Und mit diesem Körper können wir uns dann oft den Weg machen, wir können dann Worte hören von wem anders, der sagt, guck nicht mich an, guck in dich hinein, du bist schon das eine Sein schon jetzt. Dafür ist der Körper super. Und wenn der mal stirbt, das ist natürlich jetzt nur eine starke Vermutung, die ich habe, ist es, glaube ich, wenn die Ich-Identifikation dann noch bestehen bleibt, wenn der Körper zerfallen ist, was man ja Tod nennt, des Körpers, dann nennt man das Seele und das ist immer noch eine Ich-Identifikation. Ich glaube, es ist viel schwerer als eine körperlose Figur zu erkennen, was du bist, als wenn man diese starken Reibungsflächen hat. Deswegen ist lebe hoch der Körper. Nutze ihn, solange ihn du noch hast und freue dich darüber. Ein Teilnehmer schreibt, wie arbeitet man an seinem Selbstwert? Ich weiß, dass wir das höhere Selbst sind, aber ich lasse mich von anderen Menschen degradieren, weil ich als Maske oder Mensch meinen Selbstwert nicht erkenne. Ja, ich weiß, dass ich das höhere Selbst bin, du bist das eine Sein. Es gibt nicht eine Drei-Abstufung, es gibt diese Zwischenhändler existieren überhaupt nicht. Es gibt diesen das eine Sein, das du in Wahrheit bist, du bist schon die liebende Essenz pur, du hast deinen eigenen Schleier, du hast deine eigene Figur aufgebaut, eine Wellenform, in dieser Wellenform hat sich ein Gedankenkonstrukt reingezogen mit Emotionen dran und dann, das fühlt sich an wie eine eigenständige Figur, das bist du nicht. Mehr gibt's darum nicht. Du bist nur das eine Sein, das glaubt, etwas anderes zu sein, etwas Kleineres zu sein. So, das ist alles. Höhere Selbst, das Konzept würde ich ganz weglassen, weil wo ist das höhere Selbst? Jetzt, dann sucht man nach dem höheren Selbst, dann hat man ein Ich, was nach dem höheren Selbst sucht und dann steht dann noch irgendwas drüber, dann vielleicht das Göttliche oder so. Das ist schon mal für die Erkenntnis eine Ebene zu viel. Da hat man schon sich da viel zu kompliziert gemacht. Ist ja so schon kompliziert genug. Selbstwert, da kann man natürlich jetzt viel reden, aber das Selbstwertgefühl hängt ja, wenn wir jetzt mal von der Thema Zeit ausgehen, hängt ja auch oft mit der Erziehung zusammen und zum Beispiel auch damit, wie die Eltern einen gesehen haben, einen gefühlt haben, einen gefördert haben und geliebt haben. Oder wenn man sich geliebt gefühlt hat zu Hause. Das können ja auch andere Erziehungspersonen gewesen sein. Okay, und dann, weil wir natürlich als Kind Eltern oder Erziehungspersonen brauchen, die uns großziehen und ernähren und pflegen und so weiter, die brauchen wir, sonst würden wir ja wirklich faktisch auch sterben und nicht überleben können. Und deswegen sind das für uns eine lange, lange Weile lang im Grunde unsere Götter. Wir kennen keine andere. Und wenn die aber, also auch Autoritäten natürlich, die sagen, dann gehst du ins Bett und das bekommst du zu essen und mach dies und mach das auf keinen Fall und benimm dich so und nicht so. Das sind unsere Autoritäten. Hören, weil wir auch nichts anderes kennen. Das ist ja auch für eine Weile richtig so, weil es nicht anders geht. Aber wenn diese Autoritäten, was die Weisheit betrifft,
ein Totalschaden sind oder ein Komplettausfall, was fast alle Eltern auf der Welt sind, denn wer ist schon von Weisheit geküsst, kann es zu einem mangelnden Selbstwertgefühl kommen. Das ist, weil wir haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, weil wir nicht zu den richtigen oder zu der einzig richtigen Autorität gucken, sondern immer noch ins Außen gerichtet. Wir gucken entweder dann noch zu den Eltern. Wir sind schon vielleicht 40 Jahre alt und wollen immer noch, dass Mami und Papi stolz auf uns sind. Oder wir haben schon fast graue Haare und haben immer noch Schiss vor dem Vater oder so, der alte Diktator oder weiß der Kuckuck was. Wir gucken zu den falschen Autoritäten. Wir gucken nach außen. Oder wir lassen uns von anderen sagen, du bist nichts wert. Oder wir sagen uns selbst, ich bin nichts wert. Und was passiert dann? Das ist auch eine innere Autorität. Das sind dann so internalisierte Elternstimmen. Ein Gedankenmuster läuft ab. Ich bin nichts wert, ich bin wertlos, ich lasse mich degradieren. Und das sind Bewusstseinsinhalte in Wortform, die tauchen auf. Und dann glaubt das Sein, dass du weit bist, du bist nur das eine Sein. Glaubt an diesen Inhalt. Ich bin nichts wert. Also gucken wir summa summarum auf die falschen Autoritäten. Wir gucken entweder nach außen, Lehrer, Partner, Umfeld, sind alle nicht stolz, freuen sich nicht mit uns. Oder wir, und dann nehmen wir das nach innen und das, dann gucken wir auf diese Fläche. Das ist die falsche Autorität. Die einzig richtige ist das Sein, das du bist. Und jetzt kommt's. Dass du wertvoll bist zum Beispiel, erkennst du ganz einfach, jetzt nehmt mal bitte alle hier, nehmt eure Ego-Brille ab und guckt ganz normal, jetzt glasklar, bitte jetzt hin, öffnet die Augen und öffnet die Ohren, jetzt, du bist wertvoll, weil es dich gibt. Das ist die einzige, wahrhaftige, unzerstörbare Begründung und die golden ist deines Wertes. Das eine Sein, das du bist, hat es auch als wertvoll, als äußerst wertvoll erachtet, sich auch als dich dort zu manifestieren. Ist es nicht so? Du bist ja schon da. Das war die einzige Autorität, die dich erschaffen hat. Das waren nicht deine Eltern, denn das Sein ist ja der große Regent, sage ich mal. Das hat ja auch deine Eltern erschaffen. Das ist die einzige Autorität. Du selbst bist es. Du fühlst dich vielleicht machtlos, ich bin nichts wert, du bist aber das Mächtigste, was es überhaupt gibt, das eine Sein. Du sitzt nur in der falschen Position, noch als Ich-Figur, oh, ich bin nichts wert. Du bist das eine Sein, das sich es wertvoll gefunden hat, sich auch als immer Petra, Anja, Michael, Stefan, Thomas, Dirk so weiter zu manifestieren. So wertvoll bist du und aus dem gleichen Grunde bist du auch erwünscht. Es sind so vier, wir haben so vier große Biggies, nenne ich die immer. Ich bin nicht erwünscht, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht geliebt und so weiter. Alles falsch. Das lässt sich in einer Sekunde klären, wenn du auf die Idee kommst, ich schaue nicht mehr die alten Autoritäten an, die Menschen, ich schaue in mich hinein und ich bin da. Mich gibt es. Jetzt, ich bin hier. Ich habe Arme, ich habe auch vielleicht Schmerzen, Emotionalschmerzen, aber mich gibt es. Das Leben muss es als wertvoll erachtet haben, sich auch als mich hier zu manifestieren, denn wenn das nicht so wäre, wäre es so, als wenn ein Loch ins Universum gerissen würde, als wenn in der Ganzheit, als wenn da ein Loch drin ist. Das geht aber nicht, deswegen bist du da. Also herzlich willkommen im Leben, du bist geliebt, du bist erwünscht, du bist hier. Schau dahin, finde das raus, geh nach innen, höre nicht mehr auf den Plauderheini in dir, der dir das sagt, schon lange nicht mehr auf die Äußeren, erkenne, dass es so ist, erkenne, dass du jetzt da bist. Das reicht aus. Und wenn das nicht ausreicht, kannst du ja noch eine kleine Therapiestunde irgendwo machen bei einem warmherzigen Behandler oder Behandlerin. Aber erkenne, dass es dich gibt. Sissa. So wertvoll bist du. Der fliegende Flunder schreibt, würdest du sagen, dass man, um Gefühle durchzufühlen, sich ganz von ihnen erfassen lassen muss? Quasi ganz zu dem werden muss, was man fühlt, wenn auch nur scheinbar. Das ist ja schon fast eine therapeutische Frage. Da gibt's auch so eine Grenze, die kann ich jetzt nicht ganz festlegen. Es gibt vielleicht auch, gehe ich mal hin, eine Therapieform, wo man dann auch richtig in Gefühle kommt, vielleicht auch Atemtherapie oder so. Und das habe ich selber mal angeboten. Und da gibt es wirklich einen Unterschied zu fühlen, ob man sich dann traut, alle Gefühle da sein zu lassen, also auch die richtig zu fühlen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das absolut zu empfehlen. Das sind ja wie Kinder, die gesehen werden wollen. Das Thema hatten wir ja eben gerade erst. Gefühle wollen natürlich gesehen werden. Und da würde ich auch fast sagen, sollen auch gesehen werden, damit die überhaupt erst mal da sein können. Also wir dürfen sie da sein lassen, aufsteigen lassen, Trauer, Wut.
Wut, Zorn und so weiter. Und das ist wunderbar. Und dann ist es hilfreich, nichts mit denen zu tun. Natürlich können wir uns unterstützen lassen durch Atmung oder durch jemand, der daneben sitzt, dass das überhaupt erstmal hochkommt und dass man sich traut, das sozusagen hochkommen zu lassen und in der Ahnung, das wird mich nicht umbringen, wenn ich mal endlich meine Gefühle fühle. Das finde ich sehr gesund und absolut wichtig. Dann gibt's aber noch eine Fortführung, da kommt das Ego wieder ins Spiel und dann sieht man, dass das wirkt dann so künstlich, das wird dann so richtig so dramatisch, wenn dann so ein Drama da so reinkommt und dann läuft man los und trommelt mit einem Ast gegen einen Baum und schreit da rum. Das ist meiner Ansicht nach kontraproduktiv, weil ein Ego am Werk ist, das sich dann nämlich in diese Welt hinein verliebt und das dann sich mit diesen Gefühlen eine Neuidentifikationsfläche aufbaut, denn das ist ja äußerst raffiniert, dieser Apparat, der nimmt ja alles, was er kriegen kann, um am Leben zu bleiben. Und dann kann man jahrelang rumrennen und sagen, ich fühle das richtig aus und ich gehe nochmal dorthin und nochmal dorthin und da nochmal und mache so richtig ganz, ganz doll. Das ist nicht notwendig. Also man merkt das schon selbst, wenn man ganz aufrichtig ist, die goldene Mitte, die Maße, die machen das aus. Fühlen, dann kommen Tränen, man kann auch mal richtig schluchzen und heulen wie so ein Wolf. Das ist ja auch alles geschehen mal irgendwann, aber dann ist auch irgendwann gut. Ich glaube, das ist das, was ich damit sagen will. Irgendwann ist es gut und das darf kein 5-Jahres-Plan werden. Dann stimmt da irgendwas nicht dran. Brigitte schreibt, deckt sich dein Wissen mit Hegels Dialektik? Substanz ist Subjekt mit Sein und Nichts? Substanz, ich habe mich mit Hegel ehrlich gesagt nicht besonders viel befasst. Substanz ist Subjekt und Sein sonst nichts. Ich kann das gar nicht richtig beantworten, das müsste näher erklärt werden. Also so, ich sag's mal anders, das ist ja sehr ein theoretisches Konzept, das gar nicht notwendig ist. Ich würde das andersrum sagen, es gibt eigentlich nur das Sein und sonst nichts. Und das ist das einzige Subjekt, und da ist ja auch kein Ich drin, ist nicht mal ein großes Ich. Ich sage das manchmal so, damit wir uns verständigen können. Das ist das Einzige, was gibt. Und das ist, weil alles eins ist und miteinander verbunden, hat es zunächst eine Subjekthaftigkeit. Manchmal empfehle ich meinen Gästen oder Zuschauern oder wenn Leute auf meinem Seminar sind, dann machen wir eine Übung, dann sollen wir das Ich Bin fühlen. Ich nenne das da auch mit den beiden Worten, das Ich Bin. Das kennt man ja auch schon. Das hat ja was Subjekthaftes. Aber im Grunde ist das auch unnötig, das mit dem Wort Subjekt zu bekleben oder mit Subjekthaftigkeit, weil es eh schon da ist. Man kann einfach nur sein. Das ist wie so ein Anwesenheitsgefühl, das keinerlei Subjektivierung bedarf oder auch keine Objektivierung bedarf. Es ist einfach das, was ist. Das ist dann so das einfache Sein. Fertig aus. Ohne jegliches Konzept. Deswegen mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Also es passt einfach gar nicht mehr. Ein theoretisches Konzept passt ja passt nicht auf die wahre Seinsnatur. Manchmal sagt man, das ist das ewige Subjekt, aber das stimmt eben halt nicht ganz, weil man das Konzept gar nicht mehr braucht. Der Verstand versucht immer, gerade wenn ich sowas höre, Hegel und Subjekt, immer sich ein Konzept wieder herzunehmen, das wird immer höher, immer heiliger, vielleicht auch immer intellektueller und will sich daran festhalten. Lass das alles weg und fühle, was du bist. Jetzt. Und dann sind alle diese Fragen zerfallen zu Asche. Aber trotzdem, es war eine tolle Frage. Vielen Dank. Sandra schreibt, wie könnte man ins Fühlen kommen, wenn alles nur im Verstand analysiert wird und da die Angst vor der Angst Fühlen das Fühlen blockiert? Ja, die Angst vor der Angst ist das Größte, ist ja oft größer als das, was in dieser Büchse der Pandora in der Scheinbaren drinsteckt. Man hat ja Angst, das aufzumachen, oh, was kommt da für ein Gräueltaten, was bin ich für ein schlechter Mensch oder was kommt da vielleicht für eine Wut raus und werde ich dann zum Berserker. Das stimmt, aber das möchte ich hier gar nicht weiter ausführen, da würde ich tatsächlich auf fundierte, professionelle, psychotherapeutische Verfahren verweisen. Würde ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also manche inneren emotionalen Schieflagen, gerade Angststörungen auch, oder wenn auch Panikattacken drin sind oder Sachen, die aus der Vergangenheit, aus der sogenannten Vergangenheit stammen, Traumatisierungen, woher auch immer die stammen, da würde ich wirklich sagen und empfehlen, das mit einem guten psychotherapeutischen Verfahren zu begleiten und aufzulösen, soweit das geht, weil sonst kann der spirituelle Weg auch nicht weiter erfolgreich gegangen werden, weil diese Störungsfriede im Grunde wieder auftauchen. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Atemtherapie, also ich war immer der Fan von Verfahren, die sehr
kräftig sind, sind sehr kraftvoll, aber das ist ja nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Also mit Spiritualität kann man im Grunde Angst nicht unbedingt auflösen. Wenn es ein bisschen ist, Neurosen, so Spinnenphobien, sowas löst sich dann alles auf. Das ist kein Problem, aber wenn es so schwere Dinger sind, dann würde ich auf jeden Fall die Kombination empfehlen. Auf jeden Fall. Und dann hilft das auch und dann wird das angeleiteter. Viele Menschen versuchen, ihr Innenleben, was sich als immer störender erweist, mit Spiritualität allein zu lösen. Und das funktioniert nicht. Dafür haben wir ja die weltlichen Dinge hier. Deswegen sind wir als Mensch hier. Und es gibt auch ganz tolle Behandlerinnen und Behandler, wo man sich vertrauensvoll hinbegeben kann. Und oft staunt man, dass da auch dann spiritueller Kern, also ist ja überall, aber dass der dann auch da vorhanden ist. Man trifft dann schon die Leute. Okay. Thomas schreibt, lieber Dirk, mal wieder eine Frage zur Zeit. Du sagst, dass es nur jetzt gibt und daher nie etwas passiert ist, weil es keine Vergangenheit gibt. Ist das so zu verstehen, wie in einem nächtlichen Traum, wo man Berge sieht, die scheinbar 1000 Jahre alt sind, aber gerade erst im Traum erschaffen werden? Bedeutet das, dass zum Beispiel Jesus oder ein beliebiges geschichtliches Ereignis niemals existiert haben und nur in Gedanken sind, die jetzt auftauchen? Oder dass meine Eltern nie existiert haben und nur als Erinnerung bezeichnete Gedanken im Jetzt sind? Die kurze Antwort würde lauten ja. Aber die reicht nicht, glaube ich, die reicht dir nicht aus. Das ist natürlich jetzt, das ist die tiefste Frage, die fast gestellt werden kann. Und das ist auch die tiefste Erkenntnis. Da kam ich schon aus der tiefsten Erkenntniskiste, um das irgendwie halbwegs verständlich zu beantworten. Es ist, und das ist auch, ich sage das ja auch sehr oft, Thema Zeit ist ein schwieriges für den Verstand, sowieso für den sogenannten, der ja linear im Grunde nur denkt. Da tauchen Gedanken auf, die sich auf eine scheinbare Vergangenheit beziehen, Gedanken auf, die sich auf eine scheinbare Zukunft beziehen. Und das erzeugt im Inneren einen Zeitstrahl, einen imaginären, auf dem wir uns sozusagen auf dieser Welt bewegen. Ich weiß genau, das ist damals geschehen, meine Eltern und sonst was. Und wir waren da in den Bergen, sonst wo in Bayern. Und das ist in der Zukunft und so weiter. Das ist vollkommen klar. Ich rede nicht so gern darüber und ich spreche jetzt aber trotzdem kurz darüber. Es gibt tatsächlich nur den jetzigen Moment. Und das ist ein Schocker. Für das Ich ist das ein Schocker. Das ist auch für jeden Menschen, der schon bewusster ist, eigentlich immer noch ein Schocker. Es gibt tatsächlich nur das. Es ist tatsächlich ein sich in dem jetzigen Moment, da fallen mir Worte schon nicht für ein, also das ist ein sich in dem jetzigen Moment umkonfigurierendes Geschehen. Das ist das Seinen im jetzigen Moment. Und tatsächlich wird alles vom Sein, das ist auch nur ein Begriff in Wahrheit, also von dem, was ist, im Jetzt gemacht, oder es geschieht jetzt. Das hat natürlich dann, wenn man das konsequent verfolgt, zur Folge, dass es tatsächlich kein einziges vergangenes Geschehen gegeben hat. Tatsächlich nicht. So, jetzt mache ich an der Stelle Stopp und sage, das hast du jetzt mal gehört, das ist schön für dich, freu dich, vergiss das bitte. Und dann tun wir wieder so, als ob. Wir tun als Menschen, als ob. Denn wenn wir dem vollends als Menschenform hier nachgehen, mit der Erkenntnis, dass Zeit wirklich nicht existiert, also wirklich, wirklich nicht, denn ohne es gibt keine Zeit, dann könnte es zu sehr eigenartigen Verhaltensweisen führen. Also wenn hier ist es so, das scheint diese, wie soll man das sagen, das war hier das System offensichtlich dafür vorbereitet, dass das irgendwann vollends erkannt worden ist, ohne dass der Dirk verrückt geworden ist oder so. Und dann kommen die Männer mit den engen weißen Jacken, das wird ja auch im Sein gemacht, im Tatütata-Blaulicht, dann komme ich in so eine Klinik eingesperrt, weil ich sage, ja, das gab's ja nicht und ich habe mir gestern keine Pizza gekauft, die Pizzeria, die gibt's ja in Wahrheit gar nicht. Das ist natürlich klar. Also vergiss das, wir tun so, als ob es das gibt und dann können wir ganz normal wieder im Menschsein funktionieren und dann vergessen wir auch sogar wieder dieses als ob, diese beiden Wörtchen. Wir tun so, also hier ist so ganz normal, ich sage auch, wenn ich mit Freunden sitze oder so, ja, wir waren gestern im Kino oder sonst was, haben das gemacht oder ein Bier getrunken oder so, ganz normal, ganz normal. Wohl sehend im Hintergrund, dass das alles nicht ganz so stimmig ist, aber das erzeugt auch einen gewissen
einen gewissen Witz, muss man sagen. Also das macht ja, deswegen lacht ja auch der Buddha oder deswegen lacht auch manchmal der Hessel oder sonst wer das ist. Du siehst im Grunde manchmal den kosmischen Witz, der hier läuft, das kommt so durch und da muss man so lachen. Das passt auch situativ leider nicht manchmal, aber kann ich auch nichts für. Das ist so. Aber du hast dir die Frage schon selbst beantwortet. Aber bitte vergiss es wieder und deine Eltern, ja, erinnere dich an sie, hab sie lieb immer noch und tue so, als wenn das alles so war und glaub da auch von mir dran, denn wenn das nicht, wenn man dann drauf vorbereitet ist, kann es sein, dass man im Grunde verrückt wird und das möchte ja keiner. Es ist nur das Jetzt und das ist wortwörtlich zu nehmen. Es gibt mal einen Vortrag von Eckhart Tolle, der ist schon, habe ich vor 20 Jahren mal gesehen. Da habe ich natürlich noch nicht gesehen, was er meinte. Er saß dann da und sagte, ja, ich will ja nicht sagen, alles ist Schall und Rauch. Und dann auf einmal unterbrach sich selber und sagte, es ist alles Schall und Rauch übrigens, aber ich will das nicht sagen, weil sonst würden die Hälfte von euch hier rauslaufen. Und genau das hatte ich damals aber nicht verstanden. Also ich habe nicht, was meint er damit? Und jetzt ist natürlich vollkommen klar, das ist, es stimmt. So, aber forget it. Vergiss es. Das nützt im täglichen Leben nichts. Deswegen, das muss ich auch dazu. Es nützt im täglichen Leben nicht viel, dieses Wissen zu haben. Außer, dass man so ein ganz hinteres Urnetz hat, so ein Fanggitter, ein Fangnetz, das einen auffängt, wo man dann in der größten Not sagen kann, eigentlich war es nie so, wie es scheint. Okay. Klaus fragt, aber ich kann nichts für die Erleuchtung tun? Ich habe das vorhin angedeutet, also ein Ich kann natürlich wirklich nichts tun, aber du, liebes Sein, in Klaus-Form, kannst dich hinsetzen, in Stille setzen und erkennen, dass da kein Ich ist, das etwas tun kann. Das machst du, liebes Sein. Da ist also nicht niemand drin, sondern ist das Sein drin. Insofern kannst du dich hinsetzen und in Stille sitzen oder kannst von mir aus auch Atemübungen machen, aber bitte immer wissend, das machst du schon jetzt als Sein. Als Sein, das sich so ein bisschen noch auf seine Ich-Figur geklebt hat, die behauptet, ich bin du. Also ein Gedanke taucht auf, ein leiser so, ich bin du, ich heiße so und so und ich bin eine Person. Und wenn du das nicht mehr glaubst, dann kannst du dich schon hinsetzen. Denn es ist ja hilfreich, liebes Sein, ich spreche ja zu mir selbst, dass du alles Mögliche tust, um die Identifikation mit dieser kleineren Welle zu verlieren, die du selbst erschaffen hast. Aus spielerischen Gründen, also mit einer spielerischen Absicht. Das ist auch nicht der Feind. Das kann sich lösen. Du sitzt hier, ihr seid hier, um zu hören, dass du das eine Sein bist, das sich leider noch oder wie auch immer mit einer kleineren Figur nur verwechselt. Aber du bist jetzt schon das eine Sein. Also insofern kannst du das tun. Wenn du sowas hörst, tust du schon was. Und wenn ich hinsitze, tust du auch irgendwas. Und das reicht. Es ist auch keine Garantie, dass das passiert. Das ist auch ein bisschen Glück und Gnade. Aber man kann die Vase weitestgehend vorbereiten, soweit es geht, aufräumen. Auch ein bisschen, habe ich vorhin auch schon gesagt, vielleicht auch psychologisch ein bisschen aufräumen. Und dann der Rest, entweder zieht es dich oder es passiert, es passiert nicht. So einfach ist das. Otto schreibt, von Astrologen und bekannten Medien wie Dolores Cannon wird gesagt, dass aufgrund der speziellen Planetenkonstellation 2024 das Erwachen vieler Menschen erleichtert wird und die Erde insgesamt eine Schwingungserhöhung mitmacht. Ja, das finde ich ganz spannend und das ist auch nur ein Gewahrsatzinhalt einer spannenden Geschichte, die ein spirituell interessiertes Ego liebt. Astrologie, Planetenkonstellation, das und das wird passieren im Jahr, Prophezeiungen, Wahrsagern, die innere Erde, in der inneren Erde leben, keine Ahnung, Aliens und die werden uns irgendwann retten oder auch nicht. Das sind alles, wenn du genau hinschaust, ich sage immer wieder, schau genau hin, ganz einfach, also schneide diesen ganzen Quatsch rechts und links ab und oben unten auch, schau einfach nur hin, was ist. Eine Geschichte taucht auf von einer Frau, die irgendeinen Namen hat, die erzählt, 2024 passiert was. Wann geschieht das, diese Geschichte? Im Jetzt. Wann wird erzählt, dass es diese Frau gibt und diese Geschichte durch diese Videokamera transportiert? Im Jetzt. Alles wird vom Sein im Jetzt gemacht. Auch die Story von Planetenkonstellation, dass alle Menschen jetzt erwachen. Das ist ein spielerischer Inhalt des Seins, das auch das eine Sein kreiert hat und dem
kann ich nicht glauben, also dem glaube ich auch nicht, weil es jetzt nicht hier ist. Das ist also eine Geschichte, ist genauso eine Geschichte, wenn ich sagen würde, ich sitze jetzt hier in meinem Raum und spreche zu euch und gleich gehe ich raus und steht ein roter Ferrari vor meiner Tür oder irgendwie sowas. Das ist der gleiche Gewahrsinn, das ist eine Zukunftsprophezeiung, die nichts, also absolut gar nichts mit dem jetzigen Moment zu tun hat. Und das ist was, und da möchte ich auch nochmal ganz klipp und klar darauf hinweisen, was inneren Unfrieden stiftet. Das stiftet einen unglaublichen Unfrieden, selbst wenn die Aussagen positiv sind. Im besten Fall schafft es sowas wie eine Hoffnung. Oder so, oh, das wird passieren, die Hälfte der Menschheit erwacht, weil die Schwingungsebene sich erhöht. Dann, ah, mal gespannt, ob das passiert. Aber wenn du schon gespannt bist, ob das passiert, ist das auch schon kein Frieden mehr. Der einzige Frieden, den es gibt, der einzige Maßstab für, um zu wissen, wie weit bin ich überhaupt sozusagen, ist das Maß des inneren Friedens, was du in jeder Situation verspürst. Und wenn du dich von solchen Geschichten, egal welcher Couleur, anziehen lässt, zieht es dich aus dem jetzigen Moment heraus. Diese Story ist unglaublich faszinierend. Was du grad, und da gibt's ja gerade im Internet die unglaublichsten Räuberpistolen, die das Sein natürlich erfunden hat, damit nämlich es abgelenkt wird von der wahren Suche nach sich selbst. Wieder eine schöne Geschichte im Außen, da können wir dann hingucken, oh, das will ich erleben und ich gucke mir das noch mehr an. Du bist gar nicht mehr zentriert, du bist dort. Ich freue mich schon darauf, wenn die Erde erwacht. Ja, aber du erwachst nicht, weil der Deckel immer weiter sich schließt. Geh nach innen, hör nicht mehr auf dieses Gequatsche. Ich sag's wirklich so radikal, das, was du bist, reicht jetzt schon aus als Körperform mit dem, was dir gegeben ist. Sonst würdest du gar nicht hier sitzen können. Du wärst gar nicht hier anwesend heute Abend, weil du das gar nicht ertragen könntest. Also es hat dich irgendwo, die Klarheit hat dich angezogen. Schau nach innen. Du schaust ja so schon wieder nach außen. Da sagt eine Frau mit einem mit Namen, schau mich an und meine Geschichte. Ich sage, der Dirk sagt aber, schau nicht mich an, schau in dich hinein. Das ist die einzige klare Spiritualität, die es gibt. Jesus, das Reich Gottes ist inwendig in dir. Das war der unmissverständliche Zeiger, dich reinzuschauen. Es ist schon jetzt inwendig in dir. Und natürlich ist es in Wahrheit überall. Aber dort findest du es. Unverstellt. Ohne weitere Ablenkungsmöglichkeiten. Ohne die Notwendigkeit dieser ganzen Geschichten. Es ist einfach. Das kam jetzt richtig gerade schon wieder aus dem Herzen. Und das hasst das Ego. Es hasst Einfachheit. Es hasst es, weil es dann überflüssig wird. Es will es komplex haben. Noch mehr komische Geschichten, noch mehr Außerirdische, noch mehr Wesen, noch mehr Schwingungserhöhungen, noch mehr Astralebenen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist alles esoterischer Kindergarten. Wenn man so spielen will als Sein, schön. Wenn du geistig erwachen willst, ein Irrläufer. Also es hat seine Berechtigung, aber es kommt darauf an, was du willst, liebes Sein. Ganz einfach. Wenn du wissen willst, was du bist, schaue nur noch nach innen. Sonst schau nach außen und spiel weiter. Habe ich nichts gegen. Ein Teilnehmer schreibt, wie lässt man Menschen los, die einem nicht gut tun? Wie geht man mit Verlust und Schmerz um, wenn man eben nicht loslassen kann? Sollte man Trauer einfach fühlen, ohne etwas dagegen zu unternehmen? Und wie geht man mit Traumata um und bringt das in Heilung? Ja, Trauer fühlen auf jeden Fall. Also dann, wenn es geht, dann aber auch, also wenn es in Maßen ist, kannst du das allein machen. Das ist, nehme ich eh an, dass du das dann tust, also ohne, dass da einer daneben steht. Wenn es zu stark ist, Traumata und Trauer auch, wenn es sehr stark ist, dann würde ich da natürlich eine Begleitung vorschlagen, unbedingt. Und Traumata, da gibt es ja dann auch dieses EMDR zum Beispiel, ist ja ein relativ neues Verfahren. Das hilft auch wohl sehr gut bei Traumata aufzulösen und das würde ich dann sowas empfehlen. Und Leute, ja, und das nicht loslassen kann, ich kann die Person nicht loslassen, das ist auch eine leichte Fehlwahrnehmung, da ist der Wille noch nicht da, loszulassen. Also die Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Die Entscheidung zu treffen, ich entscheide mich dafür, jetzt allein meiner Wege zu gehen, die ist nicht vollen Herzens getroffen werden. Und dann sagt das Ego, ich natürlich, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber eigentlich ist es übersetzt, ich will noch nicht. Und vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht ist der Schmerz noch nicht groß genug, bis du sagst, jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Ich gehe jetzt meiner Wege und suche mir Unterstützung. Oder ich suche mir auch Unterstützung, dass ich da rauskomme. Aber da würde ich auf jeden Fall, in dem Fall, wenn ich sowas höre, Trauma, Störung, da würde ich auf jeden Fall mir Unterstützung suchen. Und nicht den Weg in die Spiritualität gehen. Das ist nämlich auch so eine große
innere Schieflage, so nenne ich das, die durch Spiritualität nicht zu heilen ist. Aber es gibt so tolle Unterstützung mittlerweile und auch sehr bewusste Verfahren, die helfen. Es gibt zum Beispiel eine Therapieform, die heißt ACT, das ist Acceptance and Commitment Therapy. Das ist richtig im, also ist eine anerkannte Psychotherapieform der dritten Welle. Und damit kann man auch sehr viel machen. Also das ist sehr bewusst, das hat auch einen spirituellen Kern. Das ist eine ganz anerkannte Methode. Machen immer mehr Psychologinnen, Psychologen bieten das an. Also es gibt wirklich Sachen, wo du dann mit einer warmherzigen Hilfe da viel machen kannst für dich. Würde ich sehr empfehlen. Der fliegende Flunder schreibt, ich erlebe gerade irgendeinen undefinierten Gefühls- und Empfindungsbrei im Bauch und tiefer. Wie eine Mischung aus sexueller Energie, Schmerz und Übelkeit. Und irgendwie ist da ein Ringen damit. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich kann ja Ferndiagnosen nicht stellen. Ich weiß nicht, was das ist. Das kann ich nicht zu sagen. Das weiß ich nicht. Also ein Ringen, das ist ja schon ein Widerstand mit irgendwas. Und es kann auch mal sein, dass bestimmte Situationen oder auch Dinge, die jetzt vielleicht auch jetzt gehört werden, oder ich weiß nicht, ob du das schon länger hast als jetzt nur heute Abend, das erzeugt auch oft starken körperlichen Widerstand, der in jeglicher Form auftreten kann. Das kann ich aber nicht beurteilen. Tut mir leid, da weiß ich nicht zu sagen, was das ist. Vielleicht mal ein bisschen sich eventuell Unterstützung suchen da, wenn er schon länger ist. Also andere Sachen will ich jetzt hier gar nicht erwähnen als Theorie, weil ich das nicht weiß dann. Ein Teilnehmer schreibt, Dirk, wie ist deine Meinung zu Manifestation und auch Anziehung und Frequenzen? Da habe ich ja gerade im Grunde schon was zu gesagt. Manifestationen, das ist auch so ein Thema, das ist ja oft, wenn man nicht aufpasst, ein Ich, was etwas manifestieren will. Und das ist im Grunde auch schon von der Basis her ein seltsamer Ansatz, weil es ist ja nicht immer das, was wir haben wollen, was ein Ich haben will, ist ja nicht immer das, was wirklich gut für uns ist. Wir haben ja verschiedene Vorstellungen von, keine Ahnung, Ausgeglichenheit oder ich möchte reich sein oder sonst was oder mächtig oder irgendwas, eine Partnerin finden, Partner. Das sind ja sehr oft Ich-Wünsche und dann stellen wir uns vor, manifestieren was und oft wird auch, glaube ich, gesagt, ja, du musst das auch richtig fühlen, du musst das richtig schon so fühlen, als wenn du das schon hättest oder schon wärst und dann kommt das vielleicht ins Leben. Aber das kommt dann auch nur ins Leben, entweder um dir dann zu zeigen, wo du bewusstheitstechnisch stehst oder es ist nicht das, was du dir wünschst und das gibt eine große Reibungsfläche. Aber ich halte von Manifestationen so aus einer Ich-Perspektive heraus überhaupt nichts, weil wir das nicht brauchen, weil ja schon alles manifestiert ist, was wir brauchen, um zur Selbsterkenntnis zu gelangen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die heute Abend hier zuhören und hier sind, irgendwie den Wunsch haben nach echter Selbsterkenntnis und nicht unbedingt was zu manifestieren. Und deswegen gilt wieder, der Fokus darf nach innen gehen, zu dir selbst, egal wie langweilig einem das vielleicht vorkommt und nicht zuerst auf Manifestationen, also nicht auf den Körper oder auf Materielles im Umfeld und so weiter, sondern wirklich das zu suchen in dir und zu finden, was du bist. Dann brauchst du nämlich die Manifestation gar nicht mehr. Du siehst, dass du die Fülle des Lebens bist. Du bist nicht mehr machtlos, du bist nicht jemand, der noch was braucht, denn wenn wir was manifestieren wollen, heißt das übersetzt, es mangelt mir noch an etwas. Ich möchte noch was haben, ich brauche was offensichtlich, mir mangelt es. Und wo kommt das her? Aus dem Ego, das immer im Mangel lebt und es fehlt noch was. Wenn aber das zur Seite tritt und du diesen Plauderheini mal sozusagen still werden lassen kannst, dann wirst du erkennen, mit etwas Glück, dass du schon die gesamte Fülle des Lebens bist und das ist die Erfüllung. Dann kannst du erfüllt sein in deinem kleinen Kämmerlein, auch ohne Partnerin, ohne Partner, eben so wie es ist. Und dann kommt das und dann gilt im Grunde das Spiegelgesetz, dann läuft das mehr oder weniger automatisch ab, dann bekommst du das, was du dann wirklich brauchst, um diese Erkenntnis vielleicht noch zu stärken, um das Wohlgefühl noch zu stärken, aber aus einer inneren, das unterstelle ich keinem, aber ich sage das jetzt mal so, damit mal so ein klares Modell kriege, aus einer inneren Leere heraus, aus einem Gefühl, mir fehlt noch was. Wenn dann das Spiegelgesetz wirklich eins zu eins funktionieren würde, was würdest du dann manifestieren? Wenn du ein leerer Eimer bist, kannst du nur leere Eimer manifestieren.
wenn du die Fülle bist und fühlst und nicht mehr denkst, ich brauche noch was, sondern wenn du auf die Idee kommst, das stimmt gar nicht, ich habe unheimlich viel zu geben, ich habe ganz viel zu geben, dann kommt das zurück. Renate schreibt, ist Krieg und Grausamkeit auch ein Spiel des Seins? Warum spielen wir so etwas? Ja, das ist ein Spiel des Seins und wir spielen das nicht, sondern das eine Sein spielt das. Wir, ich verstehe natürlich genau die Frage, das ist jetzt so ein bisschen kleinkariert, hört sich das vielleicht von hier an. Es ist aber Absicht damit, die Sprache muss so klar sein, wie es geht, damit das irgendwie ankommt. Wir spielen das nicht, das eine Sein erfährt sich offensichtlich hier als alle möglichen Formen und Variationen. Und egal wie wir, dann sage ich auch wir, egal wie scheinbar wir das als scheinbar getrennte Wesen beurteilen. Krieg ist schlecht, natürlich. Wenn ich eine Akt der Unbewusstheit sehe in meiner Nähe, würde ich auch dahin sagen, lass das sofort sein, den Scheiß. Natürlich, sofort, das ist klar. Das gehört zum Spiel dazu, weil wir die Spielregeln auch nicht brechen können. Das ist aber dennoch, aus der absoluten Perspektive betrachtet, ist das ein Spielelement des Seins. Und vielleicht in Kürze, das habe ich irgendwann eingangs schon mal ein bisschen erwähnt, unsere Essenz, unsere wahre Essenz ist tatsächlich Liebe. Es ist aber noch mehr als Liebe. Das Wort Liebe ist da viel zu klein für. Das ist unbeschreiblich, was in Wahrheit die Essenz ist. So, damit sich aber die Essenz, die ja keine Ecken und Kanten und Balken hat, sich überhaupt und erstmal nicht, das ist nur ein Konzept jetzt, das stimmt so nicht ganz, das vergessen wir jetzt mal, aber das hilft trotzdem, nicht erkennen kann ohne Ecken und Kanten und Balken und Manifestation, manifestiert es sich. Also die purste, reinste Liebe manifestiert sich als und deswegen müssen die Manifestationen so einen Touch von Nichtliebe haben, damit es sich überhaupt sehen kann. Wenn das auch alles die reinste Liebe wäre, wäre das, als wenn du in einen goldenen Lichtschimmer einen weiteren goldenen Lichtschimmer reinschüttest, du würdest den Unterschied nicht erkennen. Also das Sein könnte sich nicht erkennen. Deswegen gibt es Manifestation und deswegen haben die einen Anschein von Nichtliebevoll. Obwohl die Essenz voll liebevoll ist. Also es ist beides anwesend. Es ist natürlich auch in Wahrheit durchtränkt. Auch der Krieg ist durchtränkt von der Liebe, aber es wirkt in dem Spiel überhaupt nicht liebevoll. Es wird grausam und düster und dunkel und Blut und weiß der Kuckuck irgendwas. Das ist so, weil es so ist. Und warum es genau sich, also genau als das manifestiert, das ist ein Mysterium. Das ist einfach, weil es geht. Ich glaube, alles, was hier mit diesen physikalischen Möglichkeiten geht, wird gemacht. Und eine bessere Erklärung habe ich bis jetzt dafür noch nicht gefunden. Aber nirgendwo anders auch nicht. Das ist alles vom Sein und ja. Und dann sind wir aufgerufen, den inneren Frieden zu finden. Und unglaublich aber wahr, dann kannst du, wenn das aufleuchtet, mehr, es leuchtet ja eh schon bei jedem, wenn das noch stärker aufleuchtet, kannst du auch einen Krieg aus einem Frieden heraus betrachten und auch was ganz Gruseliges aus einem Frieden heraus betrachten. Man bleibt also als Mensch dann hier handlungsfähiger. Das heißt nicht, dass man also naiv wird oder doof oder gutgläubig und sagt, das ist ja alles nur so Schall und Rauch oder sowas, sondern man ist sogar noch viel klarer im Bewusstsein und kann noch besser handeln, wenn man glaubt, dass man handeln sollte. Aber es ist aus einem Frieden heraus. Es ist einfach so. Es geschieht, weil es geschieht. Ist nicht tröstlich. Für den Verstand ist das nicht tröstlich, aber es ist ja so. So ist das. Dagmar schreibt, hallo, erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit. Meine Frage betrifft den freien Willen. Wenn alles ist, was es ist, gehören dann nicht auch die Irrläufe dazu, die Gott selbst durch uns erfährt? Das Problem bzw. Beurteilung darüber macht dann nur das Ego und ist Erwachen dann nur Gnade? Das Beurteilen kommt aus dem, das stimmt, das Beurteilen ist aus dem Ego-Apparat, das stimmt. Das Erwachen ist in einer gewissen Weise, ja Gnade, dann, ich habe das gerade selbst auch irgendwann gesagt, Gnade oder Glück. Gnade wird natürlich dann auch ein bisschen implizieren, dass ich als Person wieder, da wäre ich wieder nur die kleine Person, Gnade erfahre von dem Göttlichen oder sowas. Und das stimmt ja so nicht ganz. Man könnte erstmal sagen, die Welle erfährt nicht Gnade, also die an dem Ort,
dieser Menschenform, der Menschenwelle wird auf einmal erkannt, dass ich nicht nur die Welle bin, nicht nur der Dirk, nicht nur der Dirk-Körper. Und jetzt, ich weiß nicht, was du mit Gott meinst, also Gott, du bist ja auch Gott. Also das, jetzt, und Gott ist nämlich ein, wenn man darüber spricht, merkt man schon, das ist ein doch immer noch relativ begrenzendes, einschränkendes Wort, weil man sofort eine andere Überfigur damit meint, irgendwo unbewusst wahrscheinlich noch, also eine Identität, eine Überfigur, die eine andere Macht hat als ich, kleiner Wurm. Und da war ich sehr, wäre ich sehr vorsichtig mit. Also das ist, es gibt nur den einen Seinswillen und der zeigt sich hier und da und dort unterschiedlich. Ich habe manchmal das Handpuppenbeispiel, man kann gleichzeitig, also kann ich diese Hand so machen lassen und diese macht so und dann sind das vielleicht jetzt gerade mal die Menschen, die sich treffen, das habe ich letztes Mal auch schon so gemacht und dann glaubt diese Hand hier, ich bin was ganz anderes, ich bin getrennt von allem, weil ich so mache und der hier, der ist ein Doofmann, weil der so macht. Und wenn man in sich reinschaut, sieht man, das ist ja alles miteinander verbunden, es ist aus dem einen Ozean kommt, dass diese verschiedene Bewegung. Also es gibt, du bist deswegen, weil das so ist, du bist dasselbe Wasser, dasselbe Göttliche, der Gott, bloß ein bisschen hier gerade so ein bisschen komprimiert und nicht mit allen Fähigkeiten ausgestattet. Ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt passt, aber gut, sonst musst du nochmal fragen. Okay, genau. Gernot schreibt, der Ego-Apparat ist hier sehr negativ konnotiert. Kannst du nochmal den Sinn des Spiels des Seins erklären? Und hat dabei nicht die Ausbildung des Ego-Apparats eine wichtige Funktion? Ja, das hat absolut eine wichtige Funktion. Das ist nämlich nicht der Gegner, den wir loswerden müssen, auch ein riesiger Irrtum, sondern nur weil es überhaupt dieses Innenleben gibt mit den ganzen Gedanken und diesen ganzen Sachen, wo wir jetzt sagen würden, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen unbewusst oder lenkt ab. So funktioniert das Ganze ja auch nur, das ganze Menschsein und das ganze Spiel. Und das sind ja die Reibungsflächen, von denen ich sprach. Wenn jemand, es gibt auch Menschen, die sind relativ egolos, sag ich mal. Die sind sehr mit sich im Reinen und sind ausgeglichen oft und freundlich und friedlich, haben kaum Streits. Und das wären auch gar nicht Menschen, die hier hinfinden. Also die brauchen überhaupt kein Hässel und kein sonstigen, kein Tolle und sonst was brauchen die nicht, weil die das gar nicht nötig haben. Dann spricht man mit denen und sagen, ja, ich weiß. Also man sagt irgendwas Hochweises und dann gucken, ja, weiß ich schon oder ist mir klar oder so, ohne sich jemals damit befasst zu haben. Also gibt es auf jeden Fall. Ist notwendig, ist auf jeden Fall notwendig, damit das, wenn es so sein soll hier, das kommt ja aus dem Seinswillen, dass das Erwachen aus der Illusion nur ein Menschsein stattfinden soll, geht dem meist ein sehr starker Ego-Apparat voraus oder eine sehr starke Identifikation mit irgendwas, einem Thema A, Thema B oder Thema C oder so mit allen dreien Flächen und dafür ist das vonnöten. Das ist, weiß ich, ob ich die ganze Frage, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet. Da war noch die Frage, warum es das überhaupt gibt. Ja, damit das hier das Spiel hier läuft. Gernot, wenn du das noch nicht, wenn da noch was fehlt, dann musst du kurz nochmal nachfragen. Oder Svantje, habe ich alle Teile davon beantwortet? Was sagst du dazu, Gernot? Ist das okay erstmal soweit? Ja, das ist ja sehr schwer zu verstehen. Ja. Also so wie ich es verstanden habe, wir sind also diese Welle, die vergessen hat, dass wir das Wasser des Ozeans sind. Das heißt, wir wurden abgetrennt und das ist entstanden eigentlich durch die Ausbildung des Ego-Apparates. Wir als Kind waren wir mit allen verbunden und dann sind wir rausgegangen in die Welt und haben Sachen gelernt und glauben dann irgendwann das, was wir gelernt haben. Und das gilt's ja dann im Laufe der Zeit zu hinterfragen und da durchzuschauen, damit wir wieder sehen, was wir sind. Und ich verstehe das Spiel so, dass das Spiel deswegen gespielt wird, damit wir diesen Weg durch diesen Ego-Apparat gehen. Wenn der nicht da wäre, dann bräuchten wir dieses ganze Spiel nicht. Und deswegen sehe ich den Ego-Apparat eben am Anfang, der hat nur Schutzfunktionen für uns. So, also ist nur was Positives an sich. Aber wir glauben halt ihm dann irgendwann. Und wir müssen erwachsen werden und halt sagen, gewisse Sachen, so wie du auch vorher gesagt hast, mit den Autoritäten, die wir glauben, die müssen halt beginnen zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt. Und deswegen ist der Ego-Apparat was Wichtiges und Gutes.
Genau. Da ist so lange was Wichtiges und Gutes, bis er anfängt rumzuspacken und körperliche und seelische Ungleichgewichte erzeugt. Das ist am Anfang gar nicht der Fall. Wir brauchen unsere musterinneren Abläufe und Wissensaufnahmen aus den Schubladen, damit wir überhaupt in der Welt zurechtkommen als menschliches kleines Wesen erstmal. Und das ist wunderbar. Bloß irgendwann ist eben das Spiel auch so, dass das Ding anfängt zu wuchern. Ich glaube, ich weiß nicht, war noch nie dort, indigene Völker, da gibt es wirklich auch so Studien, die haben noch nicht so einen ausgeprägten Ego-Apparat, die sprechen, es gibt noch irgendwo Leute, die sprechen noch in der dritten Person von sich, obwohl die dann jetzt auch schon, weiß ich, 20, 30 Jahre alt sind. Da ist also das noch nicht, aber hier in dieser, gerade in diesen Ecken der Welt, westliche Welt, wo noch mehr alles intellektualisiert und konzeptionalisiert wird, ist das ja noch stärker und dann ist im Grunde, dass der Unfrieden oder die Störung oder die Erkrankungen, auch die seelischen Erkrankungen kommen ja nicht dadurch, dass wir intellektuell sind, ganz schlau. Das ist auch ein Missverständnis, ist das überhaupt nicht gemeint, sondern diese Erkrankungen, die Schieflagen, das kommt, weil dadurch der Gedankenapparat noch, das ist ja das Ego, und mit den Emotionen dazu noch stärker wird, noch als sowieso schon ist und vielleicht so noch halbwegs gesund ist. Ich sag dir, es gibt ausgeglichene Menschen, bei denen ist das mal ruhig, mal gut, die denken auch, oh, ist nicht so gut, ist alles gut. Aber wenn das noch mehr wird, mit noch mehr Konzepten, und so ist das, und dann das Ego sagt ja immer aus einer Ego-Perspektive, ich weiß genau, wie der Hase läuft, und das kann ich mit 15 neuen Konzepten noch belegen. Das erschafft dann die Schieflage. Das hat ein Kind noch nicht. Aber irgendwann merkt man, dass tatsächlich, und das jetzt, ich sag's extra, es gibt auch schon 12-jährige Klugscheißer. Die sind erwachsen überall auf den Bäumen oder noch jünger. Und das ist so. Und die Menschen sind, das ist ja das Spiel, das ist ja super, die Billionenform, die sind ja unterschiedlich gemacht. Sonst macht es ja auch keinen Fun. Von daher ist das, stimmt genau, es ist da am Anfang wichtig, irgendwann fängt es an zu nerven und entweder nervt so stark, dass der Körper aus Ungesundheit zerfällt, oder man sagt so, stopp, halt, hier irgendwas, ich suche irgendwas, hier muss was anderes sein, und dann kann es ja dann in die andere Richtung gehen. Okay. Und das Spiel funktioniert deswegen, weil es sich in diesem Ego-Apparat, dass das nicht stimmig ist, sich selbst erkennen möchte. Ja, das ist die Reibungsfläche. Das ist wie das Modell, was ich schon sagte, mit dem klaren Ozeanwasser. Wenn klares Ozeanwasser auf klares Ozeanwasser nur treffen würde, würde es überhaupt nicht wissen können, was es ist, und könnte nicht spielen. Okay, danke. Danke dir. Danke auch. Tolle Frage. Gut. Alexandra fragt, hat der Spruch Gültigkeit, vor der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser und nach der Erleuchtung hacke Holz und trage Wasser? Mit etwas Glück, ja, also Gott sei Dank hier schon, und da bin ich extrem dankbar für, das ist so. Vielleicht die Art, wie man Holz hackt und Wasser trinkt, ist möglicherweise ein ganz bisschen anders. Also ich rede jetzt mal von weltlichen Dingen, wie man Dinge betrachtet. Natürlich war es dann vor dem sogenannten Geschehen irgendwie der Umgang mit der Umwelt war anders. Die Welt hier kam mir sehr fremd vor und nicht komplett feindselig, war schon immer so ein offener Typ eher, aber trotzdem schon irgendwie merkwürdig, und das lief alles überhaupt nicht rund und so weiter. Und dann ist das irgendwann passiert, und dann hat sich das alles integriert. Das hat relativ lange hier gedauert, monatelang. Und dann war ich dann froh, dass dieses Transparente, dass dieses die Welt wirkte monatelang so sehr durchsichtig, transparent, transzendent, da gibt es gar keine Wort für schimmernd. Da war überhaupt kein menschliches, übliches Leben mehr so richtig möglich. Also es ging noch so halbwegs, aber das war eigentlich das, um was es eigentlich geht. Während man da drin steckt, das ist praktisch dann wie so ein Dauersatori gewesen. Also deswegen verstehe ich die Menschen, die sagen, oh, das hatte ich mal, das möchte ich wieder haben, the bliss und so. Aber nein, darum geht es nämlich in Wahrheit gar nicht. Es geht darum, dann dadurch dass sich das integriert und dann als Mensch wieder vollkommen oder noch besser als vorher vollkommen funktionsfähig hier mitzuspielen. Was heißt funktionsfähig? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also praktisch mit mehr Liebe, mit mehr Konstruktivität und mit mehr Freude das zu machen, was man liebt vielleicht, wenn man Glück hat, und das anders anzugehen und das vielleicht auch auszustrahlen. Und dann hacke ich natürlich genauso Holz und mache sonst was. Also ich kann jetzt nicht einen Finger schnippen und sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Pfund Kartoffeln mir hierher manifestiert oder so ein Quatsch. Also es ist alles genau wie vorher, und doch ist alles anders. Im Außen Menschen würden das nicht sehen. Also wenn ich durch die Gegend laufe, da ist, glaube ich, keine goldene Aura
um mich herum, dass du doof bist, sondern ganz normal. Also es ist ganz normal und diese Funktion, die taucht nur auf im Grunde, wenn die Fragen kommen. Also die erlischt auch, wenn die Kamera aus ist, dann bin ich wieder sehr dirkig und ich sitze also nicht immer nur so über dem Teppich schwebend so in einer irgendwelchen verrückten Yoga-Pose, so die Füße hinter den Ohrläppchen. Nein, ganz normal und das bin ich auch sehr dankbar für. Und ich warne, und das sage ich jetzt, warum es rauskommt, weiß nicht, wenn du auf jemanden triffst, der eine Lehre hat oder lehrt, also mit H, und das irgendwie anders ist, da würde ich die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Also wenn jemand vor dir auf einem Thron sitzt mit goldenen Löwenköpfen an den Seiten und du musst auf einem Schemel sitzen, würde ich zusehen, dass ich mich vom Acker mache, weil dann ist überhaupt noch nichts erkannt. Dann ist da nämlich jemand da, der sich für was Besseres hält, aber argumentiert das mit irgendwelchen spirituellen Argumenten. Also sei froh, wenn das so ist und dann wieder Holz gehackt wird. Also ich bin wirklich dankbar, dass so ist. Und ja, so, Holz hacken. Tue ich aber nicht, weil wir haben eine Gasheizung, glaube ich. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Noch jemand. MC schreibt, aktuell bemerke ich Dissonanzen, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin und habe das Gefühl, sie tun mit mir mit ihrer Energie, die sie ausstrahlen, nicht mehr gut. Sollte man sich entfernen? Ja, ich nehme an, dass du schon auch volljährig natürlich bist, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht hier. Wenn es geht und du das Gefühl hast, die engen mich ein, würde ich tatsächlich dann gehen. Ich sag dir schon mal, wenn du es verändern kannst, das, was ich nicht glaube, weil die Eltern sind ja vom Gefälle erstmal zuerst da, also vom Menschsein und auch im Grunde von einem gewissen Machtgefälle sind ja auch erstmal, hatten wir schon gerade das Thema, die Autoritäten, die Erstautoritäten. Und deswegen, wenn das noch nicht ganz aufgelöst ist auf Augenhöhe, dann gibt es ja die Verwicklung, wenn du vor Ort bleibst. Immer noch. Man kann, wie gesagt, 40, 50 sein und hat immer noch Angst vor Papi. Ich sage das jetzt extra ein bisschen spöttisch, damit man dafür ein bisschen wach wird. Wenn das immer noch so ist, dann stimmt was nicht. Dann würde ich mich entfernen und zusehen, sozusagen zu deiner inneren Kraft zu kommen für dich. Du bekommst Hilfe durch dich selbst. Man sagt ja, hilf dir selbst, hilf dir Gott. Der Spruch ist wahrer, als man es glauben kann. Ist so. Und dann kannst du irgendwann wieder nach Hause kommen und dann wirst du deine Eltern auch ganz anders betrachten. Hier war das auch ein bisschen so. Ich hatte jahrelang mit meinem Vater im Grunde Probleme. Und das ging überhaupt nicht. Und erst als ich beschloss, also mich entschieden hatte, eine gewisse Innenarbeit zu betreiben, das war noch vor diesem sogenannten Blabla da, da merkte ich auf einmal, dass ich derjenige war, der dieses Unbewusste, sag ich mal, meiner Eltern nicht loslassen wollte. Also ich war das. Natürlich war das so, dass da zu Hause viel nicht in Ordnung war, aber ich saß dann 40 Kilometer entfernt bei einer sehr netten, weisen Behandlerin, die mich dann irgendwann, weil sie es nicht mehr haben konnte, mich fast angeschrien hat, gesagt, lass endlich deinen Vater in Ruhe. Und dann irgendwann hat es Klack gemacht, dann habe ich begriffen, sie hat recht. Ich habe das nicht losgelassen. Und wenn man da bleiben will, in dem Fool der Unbewusstheit, dann willst du es ja auch nicht loslassen. Wir dürfen tatsächlich noch einmal als spiritueller Mensch oder auch als jeder Mensch haben wir das Recht, aus dem Bereich der Unbewusstheit herauszutreten. Das ist kein Versagen. Wir müssen uns nicht jeden Quatsch des Seins, was uns da so präsentiert wird, durchleben bis zum Ende, durchfühlen bis zum Ende, durchleiden bis zum Ende und dann, yeah, bin ich ein spiritueller Mensch. Nein, es ist ebenso weise zu sagen, so, jetzt ist wirklich gut, ich will mir gut tun, ich trete da heraus, macht was ihr wollt, ohne mich, schönen Dank, und vielleicht kann man sich später wieder treffen. Das wäre meine Empfehlung. Weil sonst bist du immer noch der kleine Junge oder die kleine Tochter deiner Eltern, wenn das nicht endlich irgendwann auf Augenhöhe passiert. Dann kann man irgendwann sagen, danke, aber nein, danke. Es ist ein größter Ausdruck von Bewusstheit und Weisheit, ein ruhiges, aus dem Frieden, aber bestimmtes Nein auch zu sagen. Man muss nicht immer zu allem Ja und Amen sagen. Man darf sagen, nein, danke. Nicole möchte wissen, gibt es ein Unterbewusstsein? Oh,
Ich würde sagen, aus psychologischer Warte würde ich sagen, ja. Weil das ist so gestrickt, das ist ja, bin jetzt kein Psychiater oder sowas, das ist ja, das ganze Wesen hier ist ja so gestrickt mit diesen ganzen, mit dem Innenleben, sage ich mal. Mit einem Wachbewusstsein, vielleicht mit dem Traumbewusstsein, eventuell und dann mit dem, mit diesen unbewussten, ich nenne das mal mit den unbewussten Reflexen und Gedankenmustern, Emotionen, was da abgeht, was uns auch steuert, ohne dass wir es mitbekommen. Und da ist ja viel das Unterbewusstsein auch mit am Werk. Und wenn man das ein bisschen aufbrechen möchte, aber dann ich will mich hier nicht auf Glatteis begeben, nachher erzähle ich was gar nicht so stimmig ist. Ich nehme manchmal so eine Zeichnung, dann male ich so ein Dreieck an, das ist wie so ein Eisberg, also so eine Spitze oben, und dann ist die Wasseroberfläche relativ weit oben, und dann guckt nur noch von dem Eisberg so ein kleines Dreieck raus und der ganze dicke Rest ist unten. Und da sitzen dann oft so Gedankenmuster oder Konzepte, Glaubensmuster über uns selbst und die Welt, die uns steuern. Und das sind so oft die dicken Dinger, an die wir erstmal gar nicht so rankommen. Wir bekommen mit Glück nur das hier mit oben, was oberhalb dieser Wasseroberfläche passiert. Also ich meine, wir bekommen mit an Gedanken. Da liegt noch was viel tiefer drunter, was uns auch wirklich steuert, was auch reagiert auf bestimmte Impulse aus dem Außen, wo man auf einmal an die Decke geht. Ich war gerade noch im Frieden, plötzlich sagt einer ein Wort und bam, man ist, und das liegt alles dann in diesem Unbewussten. Und das ist so ein bisschen die gleiche Schiene. Also so gesehen, also mechanisch fast gesehen, psychologisch, biologisch existiert das schon, ja. Aber es bist alles du. Das ist einfach nur ein komplexer Apparat, in dem sich das Sein im Grunde verirrt hat oder mit dem es sich verwechselt. Und das geschieht, wie gesagt, absichtlich. Günther fragt, wie ist das nun mit der Abtreibung? Nicht wert, geboren zu werden? Ah, okay. Also jetzt, wenn es geht darum, als ein Kind abgetrieben werden soll, so verstehe ich das. Das sind Fragen, da würde ich jetzt, da würde ich keine Stellung zu beziehen, weil da gibt es zwei Ebenen zu, und das, ich weiß, ich könnte da was zu sagen, das mache ich aber nicht, weil ich bin auch hier, um Frieden zu bringen und nicht Unfrieden zu stiften. Das wird sehr große Irritationen hervorbringen. Ich nehme mal ein Gleichnis, damit ihr wisst, wovon ich ungefähr spreche. Wir hatten gerade das Thema Zeit und was ist eigentlich Realität und was ist nicht Realität. Und um das zu untermauern, könnte man zum Beispiel ins Quantenphysikalische Institut nach München-Garching fahren und mal einen Quantenphysiker oder Physikerin fragen, was ist eigentlich die Realität von Zeit und diese ganzen Sachen. Und dann würden die was Ähnliches sagen. Warum erzähle ich das? Weil die Realität, das, was tatsächlich stattfindet, anders ist, als es alles erscheint. Und dann könnte man jetzt das Thema Abtreibung beispielsweise auch da reinnehmen. Wie real ist das, wie nicht real ist das? Das mache ich aber nicht, weil die absolute Ebene hat, wie gesagt, für das Spiel Leben hier, für diese Ebene nicht so eine große tägliche Bewandtnis. Also ich bin für den Schutz, natürlich, ich bin für den Schutz des Lebens per se erstmal ja, aber nicht dogmatisch. Ich bin noch nie ein Dogmatiker gewesen, das ist so, und das obliegt tatsächlich der jeweiligen Person oder der Menschen, die dafür verantwortlich sind, ob das geschehen soll oder nicht. Und wer bin ich, darüber zu urteilen, ob das rechtens ist oder nicht, weil das ist ja, wäre ja Quatsch, dann wäre ich ja wieder da wäre ich ja als ich unterwegs, was sagt, das darf man nicht und das darf man. Ich bin ja das eine, was alles selbst erfunden hat. Und vielleicht noch eine Sache, die kann man sich fast, das kann man sich mal wirklich auf ein Klebchen, auf ein Spiegel kleben. Das ist keine Affirmation, das ist eine Aufforderung, die kommt jetzt von mir, die heißt ganz einfach, greife niemals das an, was du selbst erschaffen hast. Und was habe ich erschaffen? Alles. Das hier. Alles, was in meinem Gewahrseinsfeld auftaucht, ist im Grunde von mir, dem Einsein. Ich bin der Projektor, das Licht der Welt, das du auch bist. Und das strahlt so aus. Das ist unglaublich, aber es ist so. Und das ist so. Und da liegt auch natürlich das Thema Ukraine-Krieg drin. Oder liegt auch das Thema Abtreibung drin. Und deswegen darf entschieden werden, aus der Sicht, wie der Mensch es möchte, denn tatsächlich, es gibt auch noch nicht mal sowas wie Moral. Da gehen wir jetzt aber heute nicht drauf ein. Es gibt, Moral existiert nicht, nur in den Köpfen der Menschen. Es gibt nichts Moralisches oder Unmoralisches. In Wahrheit nicht. Scheinbar ja, dann können wir auch scheinbar was tun. Entscheidet, wie ihr euch entscheidet, wie ihr damit leben könnt.
auch mit solchen schweren Fragen. Ich denke, ich würde noch eine letzte Frage vorlesen. Ja, gerne. Von Florian. Ich finde es sehr schwer, das Ego und das Ich vom wahren Sein zu unterscheiden. Selbst der Beobachter kann ja noch das Ego sein, der das Beobachtete kommentiert. Was sind deine Tipps, Ego vom wahren Sein wirklich zu unterscheiden? Ist das Unterscheiden selbst nicht schon Dualität? Ja, das ist super, die Frage, das ist es, aber das es hilft am Anfang, das so ein bisschen künstlich auseinanderzuziehen, damit überhaupt klar wird, was du in Wahrheit bist. Wenn das am Anfang dieser Ich-Knubbel nur ist, das ist ja das größte Problem dann. Oh, ich bin nur ich und mir geht schlecht. Und dann auf einmal hört man, du bist das nicht, da ist noch was anderes. Das ist nur ein, dann geht es so, so auseinander. Ah, und ja, an mir. Und dann diese, und das ist aber, das ist eher still erstmal. Dann geht's wieder aber zusammen. Und dann kommt die Phase, dann gibt's genau immer diese Fragen, finde ich herrlich, mit dem Beobachter und dem Ich. Und dann wird noch eine zweite künstliche Ebene reingezogen, das macht's noch komplizierter. Dann gibt es ein Ich, der das irgendwie beobachtet, der die Gedanken beobachten kann, und wird gesagt, ich bin jetzt in der Lage, meine Gedanken zu beobachten. Aber wer sagt das? Das ist wieder ein Kommentator oder ein Ich, was glaubt, ich kann jetzt Gedanken beobachten, aber das ist auch die gleiche Illusion noch. Ich kann keine Gedanken beobachten, also nicht ich als kommentierender Gedanke, das hast du ja gerade gesagt. Jeder weitere Kommentar ist das Ich oder das Ego, das lassen wir jetzt mal die Unterscheidung jetzt mal weg. Nur, wir kommen ja erstmal künstlich, wir ziehen es auseinander zu dem, was du wirklich bist, das ist das stille, reine Sein. Okay, das geht nicht ohne mit Körper ganz rein, aber das Stille. Nichts kommt in dieser Welt dem Göttlichen und dem Sein, dem Reinsein so nah wie die Stille. Wenn, sobald es plaudert oder irgendetwas tut, was in Aufruhr dich bringt oder aus der Ruhe bringt, ist es schon ein Gewahrseinsinhalt. Das Stille, das plaudert eben nie. Das ist ja die Qualität des Stillen, dass es eben nicht spricht. Und das sieht sich auch nicht selber. Es gibt noch dann Konzepte, ja, und der Beobachter wird nochmal beobachtet. Nein, an der Stelle ist Schicht und da gibt's dann auch kein Ich, da gibt's auch keine Subjektivierung mehr. Ich kann mich sehen oder so. Das fällt auch weg. Man muss es dann auch mit der, da muss man die Sprache an der Stelle anders benutzen. Dann heißt es nämlich nur noch, nicht der Beobachter, sondern, jetzt auch, merket auf, Beobachten geschieht. Beobachten findet statt. Nicht mehr, wer macht das? Das wäre schon wieder eine Figur. Es geschieht einfach schon jetzt. Hören findet statt. Worte kommen, Worte werden gehört. Nicht von wem. Nicht vom Sein, das kann man dann sagen, das ist nun auch ein Konzept. So, und dann geht diese künstliche Zweiteilung im Geist, verschwindet dann. Sobald irgendwas kommentiert wird, ist es dasselbe Ego, was sich damit noch retten will. Es sagt, ich bin in der Lage, meine Gedanken zu beobachten. Das ist dann das spirituelle Ego, was sich dadurch am Leben erhält und denkt, es ist den normalen Gedanken überlegen irgendwie. Also ich bin besser als mein Gerede. Ich bin besser als mein Gerede. Aber das findet oft noch statt. Ist ein Ego-Trick. Du bist das eine Sein, sonst nichts. Liebend, mit einem Willen ausgestattet, jetzt und hier. Wunderbar. Vielen Dank, Dirk, für den Live-Chat heute Abend. Gerne, gerne. War mir eine Freude und es ist so einfach. Und ich bitte euch und dich nochmal wirklich, also euch alle an diese Einfachheit zu gewöhnen und dir das einfacher auch zu, ja, fast zu wünschen oder nach der Einfachheit zu streben. Denn immer wenn es ganz komplex wird und schwierig, dann kannst du schon sehr sicher sein, dass da irgendwo auf dem Holzweg bist, zumindest wenn du deine wahre Natur erkennen möchtest, liebes Sein. Es ist wirklich unglaublich einfach und das wird leider vom Ego abgewehrt, diese Einfachheit, aber es ist dennoch so. Du bist einfach jetzt hier. Und im Grunde ist schon jetzt alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Freue mich, dass ihr wieder da wart. Bis demnächst vielleicht. Macht's gut. Tschüsschen. Und bis hoffentlich bald auch mal einige sehe ich vielleicht auch noch mal in live, wer weiß. Ciao.